Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie Grunty's Rache. Mwahaha. Ja, wir haben im letzten Part den Möwenstrand vervollständigt und haben auch die zweite Welt somit zu 100% gelöst. Oh, da geht's nicht hoch. Da geht's hoch. Wo geht's denn da hin? Spiralberg. Hier waren wir ja noch gar nicht. Oh. Was ist denn hier los? Honig in die Stock. Hallo, großer Bär. Ich bin Honig, Bini. Bist du wegen meinem Honig hier? Hallo, Fräulein B. Ich bin Banjo. Wie kann ich an deine Honigwaben herankommen? Nun, Banjo, sammle hier zum leeren Honigbaum ein. Wenn du genügend gesammelt hast, werde ich sie deiner Energieleiste hinzufügen. Es sieht so aus, als ob ich dir deine Energieleiste jetzt erweitern kann. Ja, um zwei Dinge. Achso, das können wir ja noch gar nicht. Wusste ich doch. Und hier hat sich ein Puzzlo versteckt. Gut. Da war noch ein Ginger. Es geht hier hoch. Okay. Also, das geht noch nicht. Da wären noch nicht die nötigen Eier dazu. Es gibt nämlich noch andere als normale Eier. Aber eine komische Platte. Ja, die können wir noch nicht aktivieren. Okay. Halt. Ach nö. Na okay, da müssen wir später sowieso nochmal hin. Ja, von daher. Noch kein großes Trara drumherum. Erstmal müssen wir wieder in Porcellos Tempo. Tempel. Und wir haben 23 von 14 Puzzleteilen. 14 brauchen wir, um die nächste Tür zu öffnen. Wir haben 23. Muhaha. Du hast genug Puzzles gesammelt? Ja. Und der Siegel, ja, kennen wir alle schon. Hier wieder ein bisschen vorgespult und da müssen wir in den komischen Sumpf. Ha, ein Puzzle fehlt uns noch zum nächsten. Okay, gehen wir ins nächste Gebiet. Das einzige, was wir gleich nicht zu 100% am Anfang beenden können, denn es fehlt uns noch was, um diesen Level auch zu 100% zu lösen. Hier kriegen wir das Puzzle auch noch nicht, da uns auch noch ein Move fehlt. Aber erstmal zum Buch der schwarzen Magie. Note, die zweite Note. Ach. Okay, das Gepäckel haben wir auch noch nicht. Da kommen wir noch nicht hin. Und hier lernen wir auch diesen. Was wir gerade schon mal gesehen haben.
Augen. Die Giftbrühe kann uns auch verletzen. Das die Sache natürlich erschwert. Ich hoffe, ich habe genug Noten eingesammelt. Ich brauche einen neuen Ruf. Ich kann mir einen neuen beibringen, wenn es deiner krummbeinigen Freundin nichts ausmacht, ihren Hals rauszustrecken. Vorsicht, Schlammkopf! Um den Schnabelsprung auszuführen, musst du A drücken, um zu springen, und dann B drücken, um anzugreifen. Die Zeit der Rache ist nun gekommen. Auf geht's, Banjo. Ich muss noch eine Rechnung begleichen. Und da verschwindet er schon schnell. Okay. So sieht's aus. Ach, das letzte Mal musste er uns. Oh. Gut. Hopp. Was willst du? Du, da du armseliger Grundling. Wieso glaubst du, dass du in Grantys neue Armee aufgenommen wirst? Siehst so aus, als müsste man dir erst einmal ein wenig Disziplin beibringen. Geh in die Mitte des Platzes, dann werden wir sehen, wie du dich gegen die anderen Kadetten behaupten. Los, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Naja, von mir aus. Hopp, hopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, schon geschafft. Das ermöglicht uns das erste Puzzle dieser Welt. Au. Ganz schön wenig Energie. Nun ja. Das soll uns aber nichts ausmachen. Jetzt diese Statue. Ah ja. Da wollen wir noch nicht rein. Oder? Nein. Noch nicht. Erstmal Honig warm sammeln. Denn ich sag nur so viel, dort drin ist ganz schön stickige Luft. Scheiße. Das war nicht so geplant. Nee, das traue ich mich noch nicht. Wir können aber erstmal weiter nach oben. Jetzt haben wir genug. Schön in Bewegung bleiben. Och nö. Ah, schade. Okay, weiter. Wenigstens sind hier mal Heildinger. Ey, nur ist gut. Ich geh mal lieber schnell raus, bevor noch was Schlimmes passiert. Ja, kleine Aufnahmepause. Bis gleich. Gut, und weiter geht's. Hier erstmal hin. Es ist zu dunkel hier. Ich sollte mit einem Licht zurückkommen. Ja, das wäre eine gute Idee, aber habe ich mich selber geirrt. Hier können wir noch gar nicht hin. Denn gibt es wieder einen Mumbo-Schädel zu holen in dieser Welt. Das ist mir gerade völlig hingefallen. Entfallen. Gut, wieder volle Energie. Und genau in dieser Tür ist das letzte Puzzle, wo wir nicht rankommen. Dazu brauchen wir erst eine Verwandlung aus einem späteren Level. Um nicht zu sagen, die letzte Verwandlung überhaupt in diesem Spiel. Oh, holen wir uns erstmal
dieses Puzzlum. Nichts wie raus hier aus dieser Giftbrühe. Ausrufe, gut. 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 So, weiter. Eins, zwei, drei, vier. Und da ja noch schwieriger zu besiegen, wollte ich nur mal angemerkt haben. Hier sind noch zwei Noten. Nochmal zwei Noten. Gut. Hier ist noch was. Achso. Hey, junger Bär, willst du dir ein einfaches Puzzle verdienen? Klaro, was muss ich machen? Fördere 12 der Fische in den Behälter, bevor die Zeit abläuft. Zum Erwägen musst du nach links und rechts auf dem Steuerkreuz hier in der Gang B gedrückt jetzt. Bla bla bla, kennen wir alle schon. Du meldest dir doch die Krebs ein. Ja, das ist ja schwierig, die Sache. Aber noch ist es im Bereich des Erträglichen. Fuck. Was habe ich gerade gesagt? Ich nehme alles zurück. Okay. Oh. So. Du. Du. Ach, mit Krebs. Du. Nicht zu vergessen. Du. Sehr gut. Das hier kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ja, das kann ich in der Tat gut gebrauchen. So, du tot. Hier rüber. Da waren wir schon. Gut. Jetzt gehen wir mal hoch. Und jetzt können wir auch die Viecher kaputt machen. Was wir vorher nicht konnten. Ach, hoch. Hoch, habe ich gesagt. So, so, so. Das ist ja immerhin schon die halbe Mitte. Gut. Du tot, leere Honigbarbe. Ein Jinjo. Okay, Benjo, Zeit, dass ihr diese gefiederte Vogelscheuche endlich hilft. Und zwar mit der unglaublichen Bohrbirne. Was heißt hier endlich hilft? Ich mache doch die ganze Arbeit, Schielauge. Hör nun ganz genau zu. Dies ist ein Ruf für Fortgeschritten. Zuerst musst du mit einem Sprung deine Wahl in die Luft bringen. Mit L greifst du dann Grunty's Schergen an und benutzt diesen Move auf einem billigen Unterboden. Könnte das einzige kaputt gehen. Was meinst du damit, Shiloh? Probier den Move auf dem brüchigen Untergrund bei diesem Baum da aus. Und sie selbst. Oh, noch was. Wirst du von rosa Schleimis angegriffen, solltest du wiederholt nach links und rechts drücken, bevor sie anfangen, dich aufzusaugen. Naja, eine wertvolle Information. Es erbrachte uns gerade ein Jinjo. Na. Und obacht. Genau. Aua. Ach nö. So. Oh, was ist denn das? Neue Eier oder was? Ich wette, du fragst dich, wieso an die Honigbaum hinter dem Gitter herankommst, oder? Aktiviere den Eitacke-Modus und wechsle zu den Energieeiern, indem du R drückst. Feuer sie in die Löcher und schau, was passiert. Diese Eier sind mit Energie aufgeladen, um Dinge zu bewegen und Gegner einen Schock zu versetzen. Und ich dachte, das wären Bombeneiern. Nun gut, weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.